Hey ho und let's go zu einer weiteren Runde Arms Global Test Punch. Diesmal in der zweiten Runde sogar mit einigen Neuerungen, zum Beispiel Zwintille, ein neuer Charakter. Und gleich mal auch eine schicke Farbe wählen wir aus. Ja, die Farben habe ich mittlerweile auch gelernt, ist ja schon länger bekannt, wie man die auswählt. Einfach den linken Stick gedrückt halten, dann in einer der vier Richtungen halten und dann den Charakter mit A auswählen. Dann wählt man den jeweiligen, die jeweilige Farbe bzw. das Design für seinen Charakter aus. Mal sehen, wie ich mich heute anstelle. Ich hoffe natürlich besser. Ich habe mich schon eine Runde mal alleine gemacht. Oder ein, zwei Runden sogar. Wie wir beide dieselbe Idee haben. Nein! Man muss auch schnell kämpfen, habe ich bemerkt. Ja. Das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, ich krieg sie noch schnell. Die greift nur! Mann! Na gut, es fängt nicht so gut an, aber ich bin mir sicher, es wird noch laufen. In der Runde heute Abend war ich zum Beispiel recht gut. Einige Kämpfe natürlich verloren, weil manche wirklich drauf bashen und einen keinen einzigen Move machen lassen. Andere dagegen, da hat man schon eine Chance. Also sind schon einige Pros dabei. So, neuer Charakter, wie gesagt. Wie heißt die? Zwintille. Gibt es auch in verschiedenen Designs, kann ich euch mal kurz zeigen. Das war der Standard, das Design. Und was jetzt auch neu ist, neue Modis gibt's. Das da ist zum Beispiel einer der neuen Modis. Und zwar taucht in dieser Runde ein Boss auf. Ja, ein Boss. Ihr habt richtig gehört. Headlock. Level 5. Interessant, dass er nur Handschuhe hat. Ich bin... jetzt, okay. Genau, ich bin gewohnt, dass er so einen Mischmasch hat. Ich schleiche mich mal von hinten an und... Dampf. Mann, jetzt schnapp ihn dir! Hallo, triffst du mal oder nicht so? Level 5 ist schwer, das muss man sagen. Also die Level, die kleine Zahl hat nichts zu bedeuten, ne? Ja, na endlich mal. Insgesamt kämpft man hier zu dritt gegen den Boss. Und im Moment kriege ich ihn ganz gut. Die anderen zwei, keine Ahnung, was die machen, die treffen den so gar nicht, aber die lenken den gut ab. Da sage ich gerade, nicht mich schlagen. Ich stand aber auch dämlich im Weg. Ja, der Boss kann sich auch aufladen, wie ihr seht, seine Energie ist voll. Mann, schlag mich doch nicht! Und jetzt natürlich trifft er mich. Alter, also meine Mitspieler diesmal sind komplett schlecht. Normalerweise man hat wirklich eine gute Chance. Das war jetzt mein Fehler, dass ich ihn geschlagen habe. Ich hätte ihn lassen sollen. Weil der andere seine Spezialattacke eingesetzt hat. Danach hätte ich meine einsetzen können. Gut, das war eh eine Fehlrunde. Wie gesagt, die haben einfach nur gehauen. Ohne System. So eine Runde hatte ich auch noch nie. Die anderen Runden liefen eher so ab. Ja, dass wir mindestens entweder komplett schlagen konnten oder... ja. Ich denke, wir haben jetzt auch alle Farben von ihr gesehen. Na, da, gelb haben wir noch nicht. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Das Design von ihr. Mit R und L können wir übrigens kleine Animationen hier durchführen auf der... Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Einmal hier so ein bisschen lalala und einmal springen. Mit L und R. Ja, ich bin besser informiert als das letzte Mal. Also Bosskampf, wie gesagt, coole Idee. Wie viele Handschuhe hat er? 6 oder 8? 6, denke ich. Und man hat wirklich eine Chance. Level 5 ist das Höchste, was ich gesehen habe. Ich habe jetzt nichts Höheres gesehen sonst. Ja. Also ist schon schwer. So, ein 2 gegen 2 Battle? Ja, Battle. Ich gehe auf die Kombination. Mittlerweile halte ich auch die Joy-Cons fast immer richtig. Oh, ich bin zu nah! Ah! So, weg mit dir. Dann fliegst du auch weg.
Mann, krieg die nicht zu fassen. Mann, was ist das hier? Also hier, die Runde läuft echt schlecht. Ich kann euch zwar die Neuerung zeigen, aber kein Skill. Kommt zu keinem einzigen Zug hier. Ja, das Problem ist, wenn man mit den Daumen tatsächlich so wie angezeigt ist, hält, finde ich es extrem schwer, an die vier Pfeiltasten bzw. die vier Buchstaben A, B, X, Y zu kommen, um das Anvisieren zu ändern. Da finde ich es besser, wenn man die Zeigefinger da hat und die Zeigefinger an L und R und mit dem Daumen an den Tasten arbeitet. Allerdings wirklich nur fürs Wechseln. Fürs normale Kämpfen ist wieder andersrum besser, deswegen ist es für mich schwer umzugewöhnen. Ja, du konntest bleiben. Noch will ich den Charakter zeigen. Aufwärmen hatte ich übrigens hier auch eine sehr interessante Sache, sage ich es mal. Da war ein Goldener von den komischen Viechern hier. Das hat ein paar extra Punkte gebracht. Ja, ganz nett zu wissen, dass sowas gibt. Also durch Random kann man auch Glück haben. Min Min! Yeah! Das Spiel ist übrigens abends und ich kämpfe mit den Haaren. Eine neue Stage sehen wir hier, die hatten wir beim ersten Mal auch nicht. Ich weiß gar nicht, wem sie gehört, stand bestimmt irgendwo dran. Ah, Mann! Ja, vorsichtig kämpfen wir beide. Mann! Ja, sie will sich unbedingt heilen. Gut, das lasse ich sie halt ein bisschen. Nein, ich will nicht beide Arme. Die Bewegungssteuerung ist noch manchmal ungenau, finde ich. Ja, dagegen kannst du dich nicht schützen. Nein. Ja, jetzt. Perfekt. Also schön taktisch, manchmal kann man tatsächlich gegen Leute kämpfen. Andere bashen wirklich drauf ohne Ende. Manchmal zum Teil erfolgreich natürlich, ist auch eine Taktik. Aber gegen so Leute kann ich kaum spielen, muss man sagen. Weil da hat man wirklich keinen einzigen Zug für sich. Nein! Ich wollte sie greifen, das war ein Fehler. Ich hätte warten sollen, bis die Special Attack weg ist. Aber so Kämpfe machen mir mehr Spaß, finde ich. Wenn man wirklich sieht, dass der Gegner wartet, bis der andere einen Fehler macht und dann im richtigen Moment zuschlägt. Das ist cool. So, ich bleibe noch ein bisschen bei dem Charakter. Die Arme übrigens kann ich auch mal vorstellen. Hier so ein Vogel. Der ist ganz cool. Den kann man wirklich seitlich mit großen Bereichen abdecken. Ist ganz cool. Dann hier so ein Schutzschirm und das da. Das ist halt ein normaler Handschuh, wie sonst auch. Und dieser Schirm, ihr habt schon gesehen, wie er arbeitet. Er breitet sich halt schön aus und wie das Schutzschild von... Oh Gott, welcher Charakter hatte das? Ich hab's vergessen. Irgendein Charakter hatte so eine Art Schild. Vielleicht sehen wir den noch. Ne, der war's nicht. Übrigens, bei dem Ninja fand ich auch cool. Vor allem voll viele nehmen den. Oder beim letzten Mal jedenfalls. Ja, wenn man sich verteidigt und jemand zuschlägt, beamt er sich weg. Das finde ich cool. Wir kommen jetzt zu einem neuen Modi. Und zwar muss man hier sehr viel greifen, denn durchs Greifen befördert man den anderen jeweils. In den Korb und kriegt Punkte. Je nachdem, aus welcher Entfernung nicht immer klappt, wie man sieht. Warum auch immer jetzt so. Nein, diesmal hat er mich. Mann, ich bin zu übereifrig. Ich wollte halt nah an das Ding rangehen. Ich weiß gar nicht mal, ob man sich bewusst gegen den Korb wehren kann oder es Zufall ist. In dem Spiel bin ich eigentlich sehr gut. Also da verliere ich sehr selten. Nein. Mit dem kann er mich übrigens auch in den Korb werfen. Das ist automatisch, genau. Kein Glückstreffer, keine Sorge. Viel Glück kann keiner haben. Und wie es aussieht, war es das für mich. Ja. Mit 10 Punkten hat man gewonnen. Beziehungsweise, wenn die Zeit um ist, der mehr Punkte hat. Vorführeffekt. Vorführeffekt.
Ich habe fast jedes Mal gewonnen, so gut wie nie verloren in Basketball. Auch eine Neuerung, das haben wir auch beim ersten Mal nicht gehabt. Und es gibt gleich noch eine Neuerung. Hoffentlich sehen wir die noch. Ah, da kämpft sogar jemand zu zweit. Varulu Nanofuret. Sehr schön. Die anderen Charaktere haben natürlich auch verschiedene Designs. Mittlerweile kennen auch einige Spieler das Auswahlverfahren. Deswegen seht ihr auch immer wieder verschiedene Designs der Charaktere hier. Ich weiß nicht. Würde sie jetzt ungern einfach so zeigen, weil jedes Mal, wenn ich einen Charakter auswähle und dann plötzlich eine Runde beginnt, müsste ich dann mit dem Charakter spielen. Und diesmal möchte ich nicht mit allen Charakteren spielen, weil ich habe ja euch schon in den letzten drei Parts alles gezeigt. Sondern eher versuchen, ein bisschen Skill rauszuhauen. Was anscheinend nicht so funktioniert. Nein! Ja! Nein, nicht darin springen! Bist du dämlich? Mann, wie macht die das? Ich dachte, die macht immer einen Fehler, aber vielleicht lockt sie mich damit nur. Okay, greifen, vergiss es. Versuch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ja, Arme fallen auch noch aus. So, erstmal weg mit dir. Damit ich mich mal ein bisschen erholen kann. Okay, das war's. Ah, doch nicht. Na, Ira hat dafür scheint schwach zu sein, oder sie ist nicht richtig ausgeführt. Na, sie ist schon etwas besser. Also es sind schon einige eingeübte Spieler hier drin. Wahrscheinlich gibt es einige, die wirklich jede Testpunch ausüben. Ich habe natürlich die erste Aufnahme, dann zweimal privat und jetzt die vierte. Also vier von sechs. Ne, vier von, genau, mit dem zweiten Wochenende sind es 12. Dann 4 von 12 habe ich gemacht. Aber ich muss eh sagen, ich habe mittlerweile einen neuen Charakter gefunden, mit dem ich eigentlich sehr gut umgehen kann. So. Ich muss übrigens die Handgelenkstaufe mal dran machen. Nicht wegen Sicherheit, dass mein Fernseher kaputt geht, also fest habe ich die schon im Griff, aber vielleicht weil es breiter ist. Das habe ich bisher nicht dran gemacht. Vielleicht komme ich dann auch besser an die Tasten. Okay, wieder Basketball. Ja, freut mich, neue Minispiele. Das letzte Mal hatten wir ja... Was hatten wir das letzte Mal? Nein. Was hatten wir das letzte Mal für Minispiele? Nein! Warum kriege ich das? Ich konzentriere mich mal ganz kurz. Ich will mal eine Partie jetzt gewinnen. Nutzt jeden Griff aus. Ich muss lernen, vor allem, ob man sich bewusst dagegen wehren kann. Nein, das war nicht geplant. Und wieder im Korb. Ich drück mal alle Knöpfe. Vielleicht verteile ich es, aber nö. Mann! Und mal wieder drin. Nein! Schade, ich wollte dich noch einmal reinkriegen. Für den letzten Wurf kriegt man, kommen mir sofort auch viele Punkte. Ich weiß nicht, ob es auch an der Entfernung liegt. Aber 9 Punkte hätte ich damit nicht einholen können. Das läuft dann so. Let's play. Vor allem, das kostet mehr Konzentration, finde ich, als andere Spiele. In Smash bin ich jetzt nicht so gut, da kann ich jetzt nicht gut beurteilen. Aber zum Beispiel in Mario Kart 8, wenn ich da gegen einen ebenbürtigen Gegner, also sowohl nicht zu schlecht, dass er weit hinten ist, als auch nicht zu gut, dass er einfach wie ein Hoppelhase da vorne ist, von mir rumgammelt, finde ich nicht so anstrengend wie das hier.
Mann! Nein! Und das hier finde ich halt viel anstrengender. Nicht nur wegen der Bewegungssteuerung, die ist ja sowieso anstrengend. Allein schon wegen der Konzentration, weil man muss hier viel mehr machen. Es gibt viel mehr Bereiche, wo man agieren kann. Machen das halt mit kleinen Schlägen. Damit komme ich aber auch nicht voran. Was ist das für ein Roboter? Achso, der lässt es nur ab, okay. Ich dachte, den kenne ich gar nicht. Mann! Ich weiß nicht, warum es jetzt so schlecht läuft. Heute Abend, das lief wirklich so gut. Aber gut, ich muss auch sagen, wie gesagt, ich habe einen Charakter gefunden, mit dem ich sehr gut umgehen kann. Und das war nicht sie. Was? Revenista? Was auch immer. Wahrscheinlich Sieg oder sowas heißt. Ich kann kein Spanisch. Und zwar Kämpfer ändern. Gehen wir auf... Ich mochte ja Helix sehr, weil er so gut ausweichen kann. Allerdings konnte ich nie perfekt mit dem... Ah, sein Schild macht, meinte ich übrigens. Diesen Drachenschild, den er hat. Wenn es der ist. Neue Waffen gibt es übrigens nicht für die Charaktere. Also wirklich die einzigen neuen Waffen sind auch die, die Twintella hat. Mechanica ist tatsächlich mein neuer Favorit im Moment. Mit ihr kann ich wirklich sehr gut umgehen. 2 gegen 2 Kampf? Ja, okay. Und zweimal das und einmal das. Den Hammer finde ich zum Beispiel sehr gut. Weil man damit fast immer angreifen kann. Der Hammer kommt von oben, anstatt von den Seiten, sodass man ihn kaum abwehren kann. Bam! So, weg mit dir. Nein! Na komm, Partner, schütz mich doch! Und weg von der Bombe. Weg von der Bombe! Okay, ich bin nicht da. Ich will den... Nein! Ich wollte den Fokus wechseln auf den anderen. Dabei konnte ich aber nicht ausweichen. Diese Konzentration ist schwer zu behalten. Ja, mach ruhig. Und ich mach die fertig. Sehr gut. Bah, na komm, ich krieg dich schon. Und bam! Vor allem drei Handschuhe auf einmal gingen mir auf den los, kann das sein? Meine zwei und noch von ihm, ja. Yeah. Vom Design her mag ich Mechanica absolut nicht. Einfach wie so ein... 10-mal übergewichtiges Mädchen. Soll natürlich extra so albern aussehen. Hey, mit den Knöpfen kann man auch was machen. Farbe. Hier, mit A kann man auch noch was machen. Super. Okay. Schön, dass ich das auch weiß. Gut, aber noch kein neuer Modi, gell? Nee. Die Arena kennen wir auch. Jetzt zeige ich euch meinen Skill. Ja, jetzt bin ich schon besser. Was gibt's? Bam, komm her, nein! Komm her! Was für ein Glückskind. Gut, hat nicht so viel Glück war dabei, er hat schon gescheit ausgewichen. Aber trotzdem kriege ich ihn kaputt. Also das ist ein Gegner, mit dem ich umgehen kann. Ich muss hier weg! Nein! Na gut, einen Schlag lasse ich auch noch. Aber so weit kriegst du mich jetzt nicht. Hoffe ich jedenfalls. Hallo? Hallo? Ich will auch gewinnen. Mann, so weg mit dir. Also Mechanica ist tatsächlich wirklich ein Charakter, mit dem ich sehr, sehr gut umgehen kann. Vor allem wegen dem Hammer an sich. Also der Hammer ist wirklich... Wunderbar. Die anderen, die Raketen, benutze ich nur als Ergänzung.